Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Natürlich beschäftigt die ganze politische Landschaft nach wie vor die Entscheidung in Großbritannien über den Brexit. Ich finde, die Debatte läuft gerade in die falsche Richtung. Es ist nicht so wirklich jetzt die Frage, ob das schnell geht, ob die schnell ihren Austrittsgesuch einreichen oder nicht, sondern welche Konsequenzen aus diesem Brexit getroffen werden. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal betonen, dass diese Entscheidung auch eine Niederlage für Frau Merkel ist. Frau Merkel hat in hohem Maße die Politik der EU in den letzten Jahren mitzuverantworten. Sie war dominant, diese Austeritätspolitik durchzusetzen, zulasten der sozial Schwächeren in der ganzen Europäischen Union. Und ein Stück weit ist das, was wir jetzt in Großbritannien erlebt haben, auch die Quittung für diese Politik. Gleichzeitig darf man natürlich nicht übersehen, dass sehr schräge einwanderungsfeindliche Töne zu hören waren in dieser ganzen Brexit-Kampagne in Großbritannien, mit denen man sich auf keinen Fall gemein machen darf. Und es jubeln jetzt ja auch ganz stark die Rechten. Frau von Storch hat offensichtlich Freudentränen geweint und Le Pen hat die englische Flagge praktisch auf ihre Homepage gestellt. Also wir sehen hier schon, in welche Richtung die ganze Sache geht. Aber aus dieser Niederlage, die ich für Frau Merkel mal mit diagnostiziere, müssen jetzt klare Konsequenzen gezogen werden. Also allen muss doch klar sein, dass es so jetzt in Europa, in der Europäischen Union nicht weitergehen kann, wenn wir nicht einen Dominoeffekt erleben wollen. Und dass sowas überhaupt möglich war wie in England, hängt damit zusammen, dass eben der soziale Nährboden für eine EU-feindliche Politik durch die ganze Spar- und unsoziale Politik der letzten Jahre verursacht worden. Und dort müssen wir ansetzen. Wir brauchen praktisch eine andere Ausrichtung der Politik in der EU. Und dazu würden wir mal sagen, brauchen wir 5 klare Punkte, die sofort jetzt unternommen werden müssen, damit es in eine andere Richtung geht. Erstens, wir brauchen ein EU-weites Investitionsprogramm von 100 Milliarden Euro jährlich, das insbesondere zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur, also Kindergärten, Krankenhäuser, Bildung, Schulen, öffentliche Infrastruktur geht. Wir brauchen zweitens in Verbindung mit diesem Programm ein ganz klares Programm gegen die Massen- und Jugendarbeitslosigkeit. Es ist unerträglich, dass in manchen Ländern 50% der jungen Generation erwerbslos sind. Die können keine europapolitische Position entwickeln, wenn sie nach der Schule erstmal erwerbslos werden. Wir brauchen ganz dringend Ausgleichsmechanismen zwischen den ökonomisch stärkeren und ökonomisch schwächeren Ländern. Das ist ein Hauptproblem der Verschuldung der südeuropäischen Länder. Und da ist insbesondere Deutschland in der Pflicht. Die hohen Exportüberschüsse sind auf die Dauer untragbar, weil sie die anderen Länder ständig in die Defizite und in den Sozialabbau treiben. Die Reichen und Vermögenden haben von der Politik der letzten 20 Jahre profitiert, während die Beschäftigten und die Ärmeren die Zeche bezahlen mussten. Das muss umgedreht werden. Auf der einen Seite müssen die Steueroasen trockengelegt werden, aber wir brauchen auch eine europaweite Vermögensabgabe und Mindestbesteuerung von Konzernen, damit diese Programme, die ich genannt habe, und andere auch finanziert werden können. Die Verhandlungen über die Handels- und Investitionsabkommen CETA, TTIP und TISA müssen abgebrochen und gestoppt werden. Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist auch klar dagegen. Wir müssen deutlich machen, dass wir ein Europa der Bürger und Bürgerinnen wollen, der Mehrheit der Bevölkerung, nicht eines, das praktisch einseitig zugunsten der Konzerne ausgerichtet ist und ihre Macht in der Europäischen Union zulasten der Demokratie noch weiter erhöht. Und der überholte Stabilitäts- und Wachstumspakt muss beendet werden. Es geht weniger um Wettbewerb und um eine Wettbewerbsunion, sondern mehr um den Zuwachs öffentlicher Beschäftigung, nachhaltiger Produktionsweise und einer ausgewogenen
ausgewogenen Handelsbilanz. Und letzter Punkt, wir haben das ganze letzte Jahr über die Flüchtlinge diskutiert, die Frage einer solidarischen Umgangs mit den Flüchtlingen ist eine Existenzfrage von Europa und gleichzeitig wird es auch eine Aufgabe aller Länder sein und der Europäischen Union, diese Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, vernünftig zu integrieren. Das sind die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen. Und wenn Frau Merkel sagt, wir müssen jetzt hauptsächlich Ruhe reinbringen und in aller Ruhe diskutieren, hat sie den Ernst der Lage nicht begriffen. Es ist jetzt nicht in erster Linie Ruhe gefragt, sondern es ist eine Neuausrichtung gefragt, ein Neustart. Ich begrüße, dass ja offensichtlich die Sozialdemokratie uns in manchen Punkten doch folgt und jetzt den Begriff Neustart, den wir schon lange in unserem Programm haben, auch benutzt oder Neugründung dazu sagt. In der Tat ist ein Neustart, eine Neugründung der Europäischen Union dringend erforderlich. Mit im Mittelpunkt muss die Frage der sozialen Gerechtigkeit stehen. Zur Wahl in Spanien. Wir hatten uns ehrlich gesagt gestern Abend auch ein bisschen zu früh gefreut, als die ersten Meldungen kamen, dass Unidos Podemos vor den Sozialdemokraten gelandet ist. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Sie sind knapp dahinter gelandet. Trotzdem glauben wir, dass es für Unidos Podemos ein Erfolg ist. Das alte Parteiensystem ist so nicht geblieben, das auch die ganze Misere mit verursacht hat. Es hat sich eine neue Partei etabliert, eine linke Partei, links von der Sozialdemokratie mit über 20%. Ich glaube, wir wären ganz froh, wenn die Linke hier 20% hätte. Das eigentliche Ziel, Regierungsverantwortung zu übernehmen unter der Führung eines linken Ministerpräsidenten, ist nicht erreicht. Das muss man eigentlich ganz klar sagen. Die gestrigen Wahlen haben keinen klaren Sieger hervorgebracht. Trotzdem gratulieren wir den Genossinnen und Genossen von Unidos Podemos für ihren Erfolg. Wie es dann mit Spanien wirklich weitergeht, was die PSOE, also die Sozialisten dann machen, ob sie eine konservative Regierung tolerieren, ob sie eine große Koalition bilden, ob es noch andere Konstellationen gibt, da müssen wir jetzt abwarten. Das ist zu früh, das wirklich zu bewerten. Ich befürchte aber ein bisschen, dass es doch in irgendeiner Form eine Tolerierung oder große Koalition gibt und damit ein Problem, das wir in vielen Ländern Europas haben, dass diese großen Koalitionen unter Umständen auch dann rechte Formationen unterstützen können, die wir Gott sei Dank in Spanien nicht haben, was im Übrigen auch mal positiv hervorgehoben werden muss. Zum Mindestlohn. Morgen trifft sich die Mindestlohnkommission, um die Höhe des Mindestlohns festzulegen, der ab 2017 gelten soll. Die Kommission orientiert sich an der Steigerung des durchschnittlichen tariflichen Stundenlohns seit 2014. Herauskommen werden etwa 27 Cent. Also wir werden dann eine Erhöhung haben auf doch gewaltige, in Anführungszeichen, 8,77 Euro. In doppelter Hinsicht ein Skandal. Erstens sollen offensichtlich gar nicht alle Tarifabschlüsse einbezogen werden. Also die etwas höheren Abschlüsse bei der IG Metall, bei der Chemie und im öffentlichen Dienst sollen gar nicht herangezogen werden, was doch sehr fadenscheinig ist, weil man sagt, die sind zwar im Bemessungszeitraum abgeschlossen worden, werden aber erst danach fällig. Damit werden die Mindestlohnbezieher und Bezieherinnen noch mal quasi um eine höhere Erhöhung gebracht. Grundsätzlich ist zu sagen, dass diese 8,50 Euro oder 8,77 Euro hinten und vorne nicht reichen, um ein auskömmliches Leben zu finanzieren. Aber das Prinzip muss eben gelten. Der Lohn muss so hoch sein, dass man gesellschaftlich vernünftig leben kann. Wir haben angefragt, was man denn braucht, um nicht definitiv nach 45 Jahren in der Altersarmut zu landen, hat die Bundesregierung selber festgestellt, dazu bräuchte es einen Mindestlohn von 11,68 Euro. Also es ist geradezu ein Witz, wenn diese Regierung sich damit zufrieden gibt, dass 8,77 Euro oder 80, je nachdem, dann rauskommen. Wir brauchen also einen Mindestlohn in der Gegend von 12 Euro.
damit die Leute definitiv nicht in die Altersarmut gehen, geschweige denn, dass 12 Euro auch kein auskömmlicher Lohn in dieser Gesellschaft ist, zumindest nicht in den Hochpreisregionen, wo man enorme Mieten bezahlen muss. Deswegen unterstützen wir auch den Vorstoß, zumindest eines Teils der Gewerkschaften von Frank Psirsi, der gesagt hat, sofort auf 9, eigentlich sofort auf 10, damit wir eine vernünftige Ausgangsbedingung haben. Wir sind ja der Meinung, jetzt eigentlich sofort auf 10 Euro, in schnellen Schritten dann auf 12 Euro. Das wäre dringend fällig, sonst wird der Mindestlohn auf die Dauer sein Ziel verfehlen, nämlich die Leute aus der Armut und aus dem Niedriglohnbereich zu bringen. Und er wird das Ziel verfehlen, dass die Leute einen Lohn haben, mit dem sie auch eine vernünftige Rente ansparen können. Das sind Maßnahmen, die jetzt dringend getroffen werden müssten. Und auch da könnte natürlich die SPD beweisen, dass sie es mit der Gerechtigkeitswende ernst meint.